Willkommen zu einem neuen Video. Und nein, nicht zu Was geht ab, sondern einem neuen Format quasi. Ich weiß noch nicht, ob ich es öfter bringen werde, aber falls es gut ankommt, kommt natürlich gerne ein zweiter Teil. Und zwar, jeder kennt Maximum Gold und jeder kennt Miss Prince. Und ich dachte mir, kombinieren wir das Ganze einfach mal und zeigen so, was für Miss Prince es in Maximum Gold gab. Denn ich finde einfach, es gibt sehr viele komische und auch lustige Miss Prince, die sehr interessant sind, die man sich einfach mal so angucken könnte. Kommen wir auch zur ersten Karte und zwar Ash Blossom. Wie ihr seht, sieht man nicht so viel, denn der Missprint ist nicht so offensichtlich, wie man denkt. Denn erst, wenn man beim Effekt guckt, ein bisschen weiter rechts, ja, da ist ein Strich zu viel. Und da frage ich mich einfach, wie sowas passieren kann. Ich meine, wenn irgendwie der Schnitt nicht richtig ist oder man irgendwie abgerutscht ist oder ähnliches, also die Karte quasi verrutscht ist, dann kann es durchaus mal passieren, dass natürlich ein Missprint entsteht, aber hier wurde einfach ein Strich zusätzlich gedruckt. Da frage ich mich einfach, wie kann das passieren? Ich meine, es ist wirklich null vorgesehen, dass dort ein Strich ist und hier wurde einfach mal einer eingefügt. Keine Ahnung warum. Und wo wir gerade davon geredet haben, dass gewisse Karten mal einen falschen Schnitt haben, gucken wir uns zum Beispiel diese Cosmo Town an. Denn ja, ich sag mal so, ne, da wurde ein bisschen zu viel oben abgeschnitten, beziehungsweise unten halt zu wenig. Ja, ich meine, jeder hat solche Karten vielleicht schon mal gesehen. Falls nicht, hier seht ihr jetzt eine. Ist sehr interessant, dass man hier dann einfach beim Schneiden irgendwie verrutscht ist und dementsprechend die Stadt oben abgeschnitten hat und unten halt dementsprechend zu wenig. Bei der nächsten Karte ist es eigentlich genauso. Hierbei handelt es sich um die Karte Apo, die echte Lusa. Und ja, wie wir sehen, ist hier links auch deutlich zu viel abgeschnitten worden. Ich frage mich einfach, wie sehr verrutschen das Ganze kann. Ich meine, ich denke mal so, es wird gedruckt, dann geht es weiter auf so eine Art Laufband und dann denkt sich die Maschine, ja, wir schieben das Blatt ein bisschen zur Seite, bumm, abgehackt. Okay, kann man machen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn ihr die Karte zieht, denn, naja, schön sieht das Ganze nicht aus. Und ja, auch ärgerlich, wenn man sowas aus dem Booster zieht. Doch nicht nur Misscut gibt es, nein, auch noch andere Fehler können einfach passieren bei der Produktion. Zum Beispiel, dass man sich verdruckt, beziehungsweise, ja, an der Höhe irgendwie sich verirrt hat. Und zwar hier beim Dunklen Magier. Ich würde sagen, dass der Name ein bisschen nach unten gerutscht und wollte nicht ganz ins Kästchen. Ich glaube, so ein Missprint hat auf jeden Fall jeder schon mal gesehen. Sei es bei irgendeiner Rare oder irgendeiner anderen Karte. Einfach, dass die Schrift ein bisschen versetzt nach oben, unten, links, rechts ist. Ja, passiert halt mal. Doch nicht nur bei den Dunklen Magier ist etwas verrutscht, sondern auch bei diesen Dunklen Magier. Ja, dort sind halt die Sterne verrutscht. Ja gut, ne? Das sind halt nur halbe Sterne oder so. Kommen wir jedoch jetzt zu etwas, was ein bisschen interessanter ist. Ich meine, Misscuts, okay, die Schrift ist ein bisschen verschoben. Ja, kann passieren. Aber bei dieser Apo, die allerechte, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man einfach, dass hier eben irgendwie, ja, ich sag mal, die goldene Farbe gefehlt hat. Man hat hier versucht, die Umrandung zu machen, dachte sich, ups, Farbe leer. Dann wurde ein bisschen nachgedrückt und dann hat man wieder weitergemacht. Aber, ja, Maschine hat wohl nicht erkannt, dass dazwischen was fehlte. Und so entsteht dann eben sowas. Und ich frage mich, wie? Ich meine, entweder müsste doch das Ende einfach wesentlich dicker sein oder halt der Anfang. Aber wie kann denn so eine leichte Spur, als ob irgendwie die Maschine gewackelt hätte? So, die Maschine zieht so ihre Linie so und dann so ratter, ratter, ratter. Oh ja, jetzt haben wir ein Stück ausgelassen. Oder wie passiert sowas? Auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, es stört nicht ganz so sehr wie so ein Misscut. Misscut sieht man halt einfach deutlich, dass die Karte einfach abgeschnitten wurde. Hier sieht man bei genaueren Hingucken vielleicht einen kleinen Fehler. Ist aber, denke ich, nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel eben ein Misscut. Und wo wir gerade bei der goldenen Umrandung gibt, ja, auch andere Karten haben natürlich Fehler mit dieser goldenen Umrandung. Um genau zu sein, geht es hier um ein, ja, Blue Eyes. Und ihr seht einfach, ja, der konnte den Mund nicht voll nehmen. Da hat man ein bisschen zu viel Gold gehabt und halt die irgendwie da reingeknallt. Ich meine, sieht jetzt nicht ganz so gut aus, aber ja, kann man machen. Und jetzt gibt es einen Punkt. Und zwar, viele Leute sagen immer, ja, Missprints, bewahr die auf, die sind voll viel wert. Und naja, zunächst einmal, ja, für Missprint gibt es quasi einen Markt. Aber naja, ein Missprint hat halt keinen genauen Wert wie eine andere Karte, sondern jeder Missprint ist eben so viel wert, wie bereit ist ein Käufer zu zahlen. Dementsprechend kann man nicht sagen, ja, so diese Karte ist ja jetzt 20 Euro mehr wert und die Karte 30 Euro mehr. Manchmal sogar sorgt es dafür, dass die Karte sogar weniger wert ist, weil es eben nicht so schön aussieht, beziehungsweise sogar vielleicht gar nicht turnierlegal ist.
Naja, bei diesem Blue Eyes denkt man sich, ja okay, der Mund ist jetzt so ein bisschen voll. Aber auch ein anderer Blue Eyes, um genau zu sein, dieser hier, hat ebenfalls ein bisschen zu viel Gold im Mund. Und die wurde sogar verkauft. Und falls man sich jetzt fragt, wie viel geht dieser Blue Eyes jetzt? Ich meine, der geht so 10 Euro oder so. Ja, wie viel wird man da zahlen für ein bisschen mehr Gold? 2 Euro? 3 Euro? 4 Euro? Nein, diese Karte wurde für sage und schreibe 40 Dollar verkauft. Why? Ich verstehe es einfach nicht. Hier ist einfach ein bisschen mehr Gold drin und man denkt sich, ja, also ich zahle einfach mal das Vierfache. Kein Problem. Hier seht ihr auf jeden Fall, dass Karten eben unterschiedlichen Wert haben können und ein Missprint eben auch viel mehr gehen kann. Aber deshalb denkt nicht, dass jeder eure Karten jetzt, die irgendwie einen kleinen Missprint haben, irgendwie viel mehr wert sind. Zu Beginn des Videos hatten wir ja bereits schon Cosmotown und ja, wir machen weiter mit Cosmotown, denn hier geht es wieder um das Goldene, aber diesmal nicht irgendwie um die Feinheiten, sondern um das Grobe, denn hier wurde irgendwie zu viel Farbe, nenne ich es mal, benutzt und das Gold ist einfach komplett verschwommen. Zusätzlich sieht man irgendwie, dass hier das Zauberlogo irgendwie komplett woanders hingesetzt wurde. Sonst aber alles gleich, aber der Goldrand ist deutlich dicker und ja, ist ein bisschen verlaufen, sag ich mal. Da hat man die Karte wohl irgendwie nicht richtig trocknen lassen. Wenn wir schon bei Cosmotown sind, ja, Cosmotown hat irgendwie viele Missprints, ich weiß nicht wieso. Man sieht hier das Gold, ja, was, wie? Wie passiert sowas? Ich meine, ist natürlich klar, wenn die Farbe nicht richtig trocknet und dann irgendwie die Karte ein bisschen verwackelt oder verschoben wird, dann kann das ein bisschen verlaufen oder so, aber warum? Warum? Und warum fällt sowas nicht auf irgendwie? Ich weiß nicht, ob es irgendwie bei der Druckmaschine am Ende so eine Kontrolle gibt, aber fällt das nicht auf, wenn eine Karte dermaßen irgendwie falsche Ränder hat? Ich weiß es nicht. Aber Cosmotown, hier auch nochmal ein anderes Beispiel. Und ja, auch hier hat man wieder irgendwie das Bellzeichen ein bisschen versetzt. Und ja, auch wieder die Umrandung. Oh, vielleicht zahlt da jemand ja auch irgendwie das Vierfache für. Ich weiß nicht. Ist natürlich nur ärgerlich, wenn die Karte selber so gut wie gar nichts geht. Ärgerlich, aber schon lustig, wenn man so eine Karte hat. Kommen wir zu einem Fehler, nenne ich es einfach mal, der auch schon mal passieren kann und der auch eigentlich relativ nachvollziehbar ist. Und zwar bei dieser Ash. Bei dieser Ash, man sieht es halt schon, ja, der Rand oben ist so gewellt. Ja, das sind die typischen Wellen beim Booster oben und unten. Und ich denke mal, hier ist die Karte einfach verrutscht. Beziehungsweise ich könnte mir sogar vorstellen, dass eben alle Karten von diesem Booster ein bisschen hochgerutscht sind und einfach alle Karten einfach mal von oben quasi gestanzt worden sind und alle eben dieses Rillmuster haben. Ich meine, ist logisch, wie sowas passieren kann und ja. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber irgendwie auch ein bisschen lustig. Als hätte da jemand so mit der Bastelschere irgendwie rübergegangen oder so. Doch natürlich müssen wir auch zu den extremeren Missprints gehen, denn ja, das andere waren ja zum Teil Herstellungsfehler oder eben einfache Missprints. Aber Konami dachte sich vielleicht, ja, wir drucken so einen coolen 3D-Effekt drauf und so sieht Phantasmai halt so aus. Ja, da wurde ein bisschen öfter drauf gedruckt oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sehr interessanter Effekt und hat schon was Cooles, ist aber natürlich deutlich ein Missprint. Ebenfalls eine Karte ist hier Verstärkung für die Armee und auch hier dachte man sich so, einmal, nee, Doppelheld besser, nochmal drauf und schon ist die Schrift gedoppelt. Nicht nur, dass sie versetzt ist, sondern auch, dass man halt nochmal raufgegangen ist. Ja, why not? Vielleicht gibt es ja in Zukunft irgendwann mal 3D-Rare. Ich frage mich zwar dann, was da für Missprints rauskommen, aber naja, und dann haben wir hier auch nochmal einen Federwisch, auch nochmal mit doppelter Schrift und halt doppelten Raben quasi. Aber das Highlight kommt jetzt. Das waren jetzt ja alles Prints, wo man sagt, okay, bei den 3D-Sachen ist schon, wo ich sage, willst du nicht haben, aber da können vielleicht Sammler sogar wirklich für mehr zahlen. Aber kommen wir jetzt zur nächsten Karte. Und zwar Zodiac. Und da frage ich mich einfach, wie kann sowas passieren? Ich kann mir jetzt halt nicht erklären, dass hier irgendwie die Farbe verrutscht ist, sondern wirklich, dass man halt einfach mehrfach drauf gedrückt hat, damit diese Karte eben genau so aussieht. Und kommen wir jetzt auch zur letzten Karte und zwar Geisteroger. Und ja, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ja, ne? Das ist mal ein Missprint, oder? Hier ist einfach alles schief gegangen, was noch schief gehen konnte. Und ich weiß nicht, ob diese Karte dann wirklich mehr Wert hat oder eben nicht. Denn ich denke mal, dass diese Karte sogar fürs Turnier nicht zugelassen ist. Dementsprechend, ja, wirklich höchstens was für Sammler oder eben
unbrauchbar. So, das waren alle Karten, die ich für heute vorstellen wollte. Was haltet ihr von den Ganzen? Möchtet ihr vielleicht in Zukunft nochmal öfter sowas sehen? Vielleicht nicht nur zu einem Set, sondern allgemein eben Misprints und was sie eventuell wert sind, beziehungsweise für welche Summe diese Karten abgekauft werden? Falls ja, lasst es mich einfach wissen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Duell und bis bald.